So, heute habe ich hier im Test die Color Sprüher von Weco. Habe jetzt hier eine neue Kameraposition, damit ich ihr besser vorstellen kann. Ja, die kennt eigentlich jeder. Das ist Kategorie 1. Ja, da unten, wir haben eine NEM. Moment, mach es nicht scharf. Na egal, haben eine NEM von ca. 8,5 Gramm und ein Bruttogewicht von ca. 33 Gramm. Ja, wie gesagt, das Jungfeuerwerk habe ich für 1 Euro aus dem Foodwatt gekauft. Ja, holen wir mal raus. Das sind schon wahrscheinlich die schlechteren Versionen. Also manche brennen erst ja gar nicht, das gibt es auch von den Teilen. Oder die machen ja so eine unregelmäßige Brenndauer. Ich hole mal alle eben raus und also nicht von jeder Farbe, die es hier gibt. Jo. So. Hier sind die Farben dann. Es gibt die einmal in Rot, in Grün, in Weiß und in Gelb. Ja, dann würde ich sagen, zünd ich sie jetzt und viel Spaß dabei. So, jetzt folgen die Colorsprüher von Neko. Na toll, will natürlich angehen. Ist da überhaupt was drin? Also sieht wohl so aus. Wenn da nichts drin wäre. Toll. Was soll das denn jetzt hier? Ah, eine rote Musik. Ja, wenn dann bei den Grünen echt nichts drin, dann ist ja echt komisch. Was sind denn weiß? Ja, die gelbe. Ich habe einfach drei Stück an. Ein gelber, ein weißer. Das sehen wir auch noch an. Nächstes ein grüner Eingang. Und der rote. Und der grüne, der ja nochmal geht. Ja, sind ganz lustig. Genau jetzt kamen die Sirenen, ist ja lustig. Ja, egal, auf jeden Fall war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.